Herzlich willkommen in Mandula, der Perle des Orients. Mandula ist ein märchenhaftes Königreich. Subtropisches Klima, eine gewaltige Wüste. Was? Da soll ich hin? Aha! Mandulan ist, wie man sich Indien halt irgendwie vorstellt. Und wenn man es dann aber plötzlich alles riecht und hört und die Menschen sieht und das Getümmel hört und die Tuk-Tuks, die vorbeiknattern, das so zu erleben, das war natürlich super spannend. Man muss ja hier dann irgendwie 5 Stunden oder so erstmal hier hinfahren nach Jaisalmer und auf der Hinfahrt habe ich schon die ganzen Kühe. Ich so, Kühe. Und dann das Kamel. Ich so, wow, du sitzt schon so normal. Aber der Elefant ist, ich liebe sie. Mein Name ist Michael Koldewey. Ich bin einer der Filmproduzenten von Hexe Lilly. Und ich darf euch Moro, den Turbo-Moro, vorstellen und ein Geheimnis lüften. Weil Moro wird nämlich gespielt von einer Dame. Das ist Lea. Schau. Und sie heißt Lakshmi. Wir haben Glück. Moro bringt uns noch heute zur verbotenen Stadt. Der Mann heißt Moro? Nein, sein Name ist Gupta. Das da ist Moro. Hi, ich bin Tanay Cheddar und spiele Musa. Musa ist so ein Junge, ein Taxifahrer. Mit seiner Rikscha fährt halt die Leute überall hin. Ich sitze im schnellsten Fahrzeug der Welt, meiner super Motor-Rikscha. Rikscha heißt alles, was 3 Räder hat. Das ist ja echt Hammer, wie die fahren. Wenn du da drin sitzt, das ist... Ich finde, dass alle Locations wirklich sehr toll sind. Und ich selbst bevorzuge natürlich ganz alte Motive, die tatsächlich aus dem 11. oder 12. Jahrhundert sind. Der Palast auch, das ist Hammer. Die Fenster und die an den Wänden, überall sind die so kleine, so ganz klein. Das ist alles, das ist Stein. Das sieht schon echt toll aus. Ich finde Bollywood-Tanz ganz hervorragend. Also zum Zuschauen ist es wirklich eine Augenweide. Ist schon aus unserer Sicht ein bisschen kurios, skurril, wollte ich sagen, aber witzig, ja. Wir haben ja zum Schluss des Films auch einen kleinen Tanz und hatten auch Tanztraining dafür. Es gibt ein paar Tanzbewegungen, die jeder in Indien kennt. Eine ist diese hier mit dem Kopf, dann gibt es diese typische Handbewegung, genannt Mudra, und dann die Handbewegung über dem Kopf. Das sieht so aus. Es ist ja so eine Musik, die man dann den ganzen Tag auch singt. Das ist ja Ohrwurm-mäßig. Das ist ein Märchen, so ein richtig fettes Märchen, so wie aus 1001 Nacht. Reloaded für die 2000er Jahre.